Habe ich nochmal Bock auf eine Sache mit Simex? Wollen wir uns noch einmal so die Sache mit Simex-Video reinziehen? Chat, was sagt ihr? Haben wir darauf Bock? Wollen wir uns nochmal ganz kurz aufregen? Einmal kurz aufregen, dann direkt was Positives. Alright, wir gehen noch einmal rein. Ist ein älteres Video. Ungefähr 1,5 Monate alt. Kein Konzept, mal wieder abgeliefert. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, meine Freunde. Let's go. Und vielen Dank, wie gesagt, für den Support, den Hype-Train. Alles hier, Digga. Ich küsse eure Augen. Malahi. Malahi wahrscheinlich, oder? Wallahi. Heute Valheim, safe. Digga, dieser Song. Von meinem Lieblings-YouTuber Simex. Ach, wir lieben ihn alle, oder, Digga? Geht beleidigt zu werden, aber geht bitte nicht auf Mutter. Ja, ganz wichtig, geht niemals auf Mutter, okay? Geht niemals auf Mutter, Digga. Bitte nicht auf Mutter. Und ich würde jetzt schon sagen, dass du vom anderen Ufer bist, wenn du meine Eier sehen willst. Aber du kannst ja deine Mom fragen, die kann das bezeugen. Also diese Menschen. Digga, ja! Wieder stark gemacht. Da kann man sich mal wieder ganz schnell selber hochnehmen, Digga. Geht nicht auf Mutter und schreit im nächsten Satz Hurensohn. Alright, Digga. Und was doch für harte Arbeit hinter seinen Müllvideos steckt. Bro, wenn es so Müllvideos sind, wieso schaust du sie dann und machst sie doch am besten nach? Wieso soll man deine Müllvideos nachmachen? True. 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 Nein, nein, also wirklich. Also da muss man. Wenn ihr eine Person seid, die meine Videos eigentlich nicht feiert, wieso schaut ihr sie dann trotzdem? Wieso seid ihr auf diesem Video drauf? Digga, ich kann es dir genau erklären, weil wir uns übertrieben gerne über dich lustig machen, weil du ein absolut unsympathischer, lügenverbreitender, moralfreier, geldgeiler Keck bist, Digga. Deshalb schauen wir uns deine Videos an. Nur deshalb schaue ich mir zumindest deine Videos an. Deshalb schaue ich mir die Sachen an, weil wenn ich einen guten Tag habe und ich bin richtig gut gelaunt und ich will richtig sauer werden, Digga, dann schaue ich mir richtig gerne deine Videos an. Weißt du, was ich meine? Dann werde ich richtig schön sauer, Digga. Dann raste ich richtig schön aus und kann richtig meine Wut, Digga. Dann schlage ich meinen Stuhl und sowas. Das mache ich, Digga. Deshalb schaue ich mir deine Videos an, Simex. Genau aus dem Grund. Weißt du, wenn ich wirklich... Ihr kennt das doch sicherlich. Ihr steht morgens auf, habt einen übertrieben geilen Tag und denkt euch, nein, es kann nicht sein, dass ich so einen geilen Tag habe. Und da hilft ein Simex-Video auf entspannt immer ganz aktiv, Digga. Rein in die Masse und schon ist die schlechte Laune da, Digga. Und deshalb mache ich das. Schreibt mir mal bitte wirklich die ehrliche Antwort in die Kommentare. Und natürlich, weil man es gut monetarisieren kann und die ganze Plattform dich hasst und sie Leute es abfeiern, wenn ich ein bisschen rante. Ich will aber natürlich hier kein Mobbing und kein Hate. Das möchte ich an der Stelle wirklich nochmal sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde ihn nicht, ich finde ihn als Content Creator nicht geil. Ich mache mich gerne lustig drüber. Möchte aber trotzdem hier nochmal ganz, 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 ganz wichtig darauf hinweisen. Und das bleibt auch im Video drin, Digga. Sonst gibt's, Digga, sonst rufe ich irgendwen, der dir Osmanische gibt. Ich kann dir nur eine Almanische geben, Digga. Da ist nicht viel hinter. Bitte. Auch wenn er ein Keck ist. Geht nicht hin, Digga, und hatet ihn, disliked ihn oder mobbt ihn zu Tode. Wisst ihr, was ich meine? Das ist es nicht wert. Lacht mit mir gemeinsam drüber, macht bisschen Spaß, bla 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 bla. Aber stay calm, stay focused so und lasst Leute einfach ihren Scheiß machen und gut ist, Digga. Ich müsste mal so ein Video darüber machen, so über Hate-Kommentare und so. Ey, was da teilweise für Messages sind. Du Clickbaiter, nenn mich Clickbaiter, okay, ist deine offene Meinung so. Chilliges 2-FPS-Gameplay, Digga. So, trotzdem werde ich nichts dran ändern. Trotzdem werde ich weiterhin solche Titel benutzen. Und du kannst auch nichts dran ändern. Simex, ich sag dir nur eins. Fang doch einfach mal an, guten, gescheiten Content zu bringen. Egal, ob die Videos 100 oder 200. Den Mann kenne ich, Digga, den Mann kenne ich aus dem Fernsehen. No joke, den kenne ich aus dem Fernsehen. Der war bei SternTV. Der war bei SternTV mit Birkenstock. Wer ist das? Den kenne ich irgendwoher. 1000 Klicks weniger haben. Das war so geil. Das war so geil. Geil, Digga, das war so geil. Ah, der Cousin von Tommy ist das. Alright. Digga, das war's. Einfach neues Intro. Meine Videos werden besser und da steht da einfach, es passiert nichts, Digga. Arcel Meeres heißt der. Ah, so, okay.
einfach nur traurig. Er hat gesagt, er ändert sich, macht aber mit demselben Content weiter und alle seine 8-jährigen Zuschauer kaufen es ihm ab. Es ist natürlich klar, wenn du Fortnite-Content bringst, hast du etwas jüngere Zuschauer. Mhm. Aber ey, ich hab nichts gegen die jüngeren Zuschauer. Und ob sie jetzt 8, 10, 11 oder 12 Jahre alt sind oder sagen wir jetzt mal 14, macht jetzt nicht so einen herben Unterschied, weil es im Endeffekt alles noch jüngere Kinder sind. Es ist ja auch egal, weil letztendlich ist es ja einfach nur das Geld, was zählt. Ist doch klar, oder? Ich will damit nicht sagen, dass du einen 14-Jährigen mit einem 8-Jährigen geistig gleichsetzen kannst. Aber die Fortnite-Community ist sehr groß und es gibt auch 30-Jährige. 30-Jährige in der Fortnite-Community, auf jeden. Aber Bro, verdien erstmal so viel wie ich. Tu erstmal so viel für deine Familie und geh diesen ganzen Hate ein. So, weißt du, mach das durch, was ich durchgemacht habe. Ich bin ein Fighter. Ich bin hier das Opfer. Nicht. Ich bin in der Opferrolle. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich werde zu Unrecht gehatet. Ich habe nie was falsch gemacht. Und dann darfst du über mich urteilen. Dann darfst du über mich reden. Aber wenn du irgendein 12-Jähriger Standardskill oder keine Ahnung was Unge Monte Fanboy bist, der jedes deiner Videos schaut bei... Digga, ist mir egal, wie alt du bist. Es ist mir egal. We smart. Es ist mir egal, wie alt du bist. Aber ich hasse dich, wenn du alt bist. Ja, jung. Sugar Dad irgendetwas bestellt, dann bei mir in den Chat kommst und mich... Digga, wo holt der Sugar Dad her? ...einfach nur ab willst, dann such dir einfach ein Leben und geh mir nicht auf die Eier. Digga, Z-Max einfach, warte, ich mach's ganz kurz, Leute. Z-Max einfach King of Doppelmoral. King of Doppelmoral. König der Doppelmoral, Z-Max. Z-Max nach einem Statement. Digga, so ein Ding ist das nämlich, so ein Ding ist das. Digga, Junge. Also, wie kann man sich denn so sehr widersprechen, Alter? Ich find sowas gar nicht lustig, um ehrlich zu sein. Hört auf, Leute irgendwie fertig zu machen. Vor allem, wenn es um Aussehen oder irgendwelche privaten Probleme geht. Ich wurde von dem lieben muss ich auch sagen, wilde Sache an Weihnachten, am 24. Leute. So, wenn er das nicht feiert, ist seine Sache. Was hat der für Haare? Ha. Bro, wie kann man sagen, geht nicht auf Aussehen. Jeder Mensch hat ein Recht auf das, wie er aussieht. Warte. Wir gehen immer auf Doppelmoral. Achtung. Doppelmoral, Felix. Doppelmoral, Boss. Ey. Digga, traurig, Junge. Wie kann man sich so sehr widersprechen, Digga? Wie kann man wirklich auf der einen Seite das sagen und auf der anderen Seite das tun? Bro. Doppelmoral, Boss. Aber am Weihnachten, Leute, sitze ich da mit meiner Familie zusammen und sitzen wir am Essenstisch und gucken. Auf das Video hast du schon reagiert? Nein. Kurz auf mein Handy. Ich krieg die ein oder andere Nachricht rein. Von 0 von 10 fürs Tanzen. Yo, fühle ich. Das hatte ich in der Story erwähnt. Ich denke mir in dem Moment so, ich glaube, das haben wir so noch nicht gesehen. Dann hat Z-Max mir dieses wunderschöne Weihnachtsgeschenk gemacht, Leute. Er hätte mich ja schon mal verlinken können, Leute, weil ich meine, die Follower, die hätte er mir ja auch noch gönnen können. Es hat damit angefangen, dass ich geschrieben habe, muss ich mich geehrt fühlen, dass ich in deiner Story bin. Dann hat er mir ein Bild von einem Pinsel geschickt. Wahrscheinlich soll das Ganze die Anspielung auf dieses wunderschöne Bild sein, wo meine Haare einfach hochgestylt sind. Ja. Gut, die Frisur ist jetzt auch nicht so astrein, muss man an der Stelle sagen, Digga. Aber ich kann mir da auch kein Urteil drüber erlauben. Meinte ich. Das Lied heißt Until We See Us Again im Zombie-Remix. Dicky, wenn du das rausschneidest, schlage ich dir die Augen kaputt. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Dann hat er geschrieben, such dir einen neuen Friseur, du Schwul. Chillig, Digga, chillig. Er hat geschrieben, such dir einen neuen Friseur, du Schwul. Er hatte zwei Audios geschickt, die er leider gelöscht hat. Die Nachricht mit Schwuchtel hat er auch gelöscht. Die Nachricht mit der Schwuchtel habe ich aber tatsächlich gescreent. Auf jeden Fall. Ah, Digga. Dachte ich. Digga, yo, er ist Kuss, Digga. OMP Prince, danke schön, Bro. Danke für deinen 10. Resub mit Prime. Wie Ehre. Jetzt hast du nichts mehr gegen mir. Aber gönnt euch das. Wie gesagt, Leute, er hat ein Bild von... Er hatte erst... Jetzt kannst du gar nichts mehr onstream zeigen. Ach, Digga. Ach, Junge. Dieses Bild von meinen Haaren geschickt, dann hat er mir einen Pinsel zugeschickt. Er denkt auch, Digga, er denkt auch, dass wenn er es zurückzieht, auch Screenshot verschwindet. Wahrscheinlich, oder? Dein Niveau ist gerade unter den Nullpunkt gesunken. Danach bitte. Das ist ja schon ein ganz ernstes Thema, ne? du,
Der Doppelmoral-Boss.